Schon vor dem Anpfiff ist viel Brisanz im Duell zwischen dem TSV Obstadt in Rot und dem SV Heimstetten in Weiß. Die Gäste, die nach 6 sieglosen Spielen am vergangenen Wochenende gegen Fürth endlich wieder mal gewinnen konnten, haben arge Personalprobleme. Insgesamt 13 Spieler fallen gesperrt oder verletzt aus, darunter auch der prominente Neuzugang Rico Strieder, der sich noch vor seinem Debüt am Meniskus verletzt hat. Da die Heimstettner auch einen bestätigten Corona-Fall haben, wollte der SVH das Match unbedingt verschieben. Die Obstädter hielten sich laut eigener Stellungnahme aber an die Regularien des Verbands und so fand die Partie auch statt. Die Rumpftruppe aus Heimstetten reiste also nach Unterfranken und dass sie trotz der dünnen Personaldecke gewillt war, aus der NGN-Arena etwas Zählbares mitzunehmen, war von Beginn an zu sehen. Gut eine Minute ist um, da prüft Robert Manole Keeper Lukas Wenzel. Der Torhüter ist aber auf dem Posten. Wenig später gibt's gleich das nächste Duell zwischen diesen beiden. Erneut zieht Manole ab, doch zum wiederholten Male bleibt Wenzel der Sieger. Dennoch ein guter Start der Heimstettner. Mit zunehmender Spieldauer fanden die Hausherren aber besser rein in die Partie und erarbeiteten sich erste Möglichkeiten. Timo Pitter kommt aus kurzer Distanz zum Abschluss, jagt das Leder aber übers Gehäuse. Dicke Chance für Obstadt. Die Gäste zogen sich nun weiter zurück. Der TSV belagerte den 16er der Schmidt-Elf und schlug in der 30. Minute dann zum ersten Mal zu. Pitter steckt durch auf Joshua Endres. Dieser hat den Kopf oben, legt quer auf Max Schäbak und der 27-Jährige erzielt seinen zweiten Saisontreffer. Und die Hausherren legten nur 5 Minuten später nach. Nach einem langen Ball von Kapitän Ben Müller gibt's Abspracheprobleme bei Heimstetten. Sebastian Börg will vermutlich zu seinem Keeper zurückköpfen, da aber Riedmüller aus seinem Kasten gestürmt war, trifft Börg ins eigene Netz. Die Gäste nun etwas von der Rolle und Obstadt wieder nur 5 Minuten nach dem zweiten Tor mit der nächsten guten Torchance. Endres bringt einen Freistoß in den Gefahrenbereich und Steffen Beer schiebt das Leder nach kurzem Durcheinander im Strafraum über die Linie. 3:0 für Obstadt. Das war dann auch der Pausenstand, hinein in Hälfte 2 und ebenso wie in Durchgang 1 erwischten die Heimstettner wieder einen guten Start, hatten allerdings Pech. Emre Tunç trifft kurz nach Wiederanpfiff nach einer Flanke nur den Pfosten. Die unerfahrene SVH-Truppe zeigte sich bemüht und kämpfte aufopferungsvoll, war aber spielerisch schon unterlegen. In der 76. Minute holte Obstadt dann zum K.O.-Schlag aus. Schöner Spielzug über Jens Trunk, Pitter und Endres. Letzterer bleibt für Riedmüller cool und erzielt das 4:0. Wenig später muss dann eigentlich sogar noch der 5. Treffer fallen. Moritz Gündling schafft es aber, den Ball aus rund 1 Meter Torentfernung über den Kasten zu schießen. Peinlicher Moment für den 20-Jährigen. Am Spielausgang endete das aber nichts mehr, auch wenn die Gäste in Person von Severin Müller 10 Minuten vor dem Ende noch den Ehrentreffer erzielten. Ja, ich glaube, wir haben zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Erste Halbzeit war wirklich stark von uns. Sehr ballsicher agiert, immer wieder mit Spielverlagerung gearbeitet, viele tiefe Laufwege von der vorderen Mannschaftsreihe. Von daher denke ich auch verdient 3:0 für zur Halbzeit und die zweite Halbzeit war dann wirklich alles andere als das, was wir uns vorgestellt haben. Ärgert uns auch wirklich, vor allen Dingen das Gegentor. Ich glaube, wir haben erst einmal dieses Jahr 2:0 gespielt und ja, das ist schon was, ja, was mir ein Stück weit missfällt. Logischerweise hatten wir irgendwo eine kleine Hoffnung, dass wir hier vielleicht einen Punkt mitnehmen können, aber in der Konstellation, wie wir momentan antreten müssen, ja, mit den so vielen verletzten Spielern, heute mit einer besseren A-Jugend, ja, kann man nicht mehr erwarten. Wir sind für den Moment einfach nicht konkurrenzfähig. Und das ist keine Kritik an meinen Jungs, ganz im Gegenteil. Die haben sich hier, ja, den Allerwertesten aufgerissen. Heimstetten bleibt weiterhin am Tabellenende, während sich Obstadt auf Rang 5 vorarbeitet.